bin sofort wieder da. Buenos noches. Buenos noches. Auf Ernst, wie viel hast du dafür jetzt bezahlt? Das werde ich dir nicht sagen, mein Lieber. Nein! Ey, das ist nicht witzig, Ella, Mann! Warum macht sie das? Siki, Alter. Dass sie so verspielt sind, hätte ich nicht gedacht, Amy. Machen Sie sich nicht in die Hose, Manolo. Ich bin nur eine kleine Tour gefahren. Eine kleine Tour? Ja, ich bin wieder back, so sind Sie. Oh, ich war schon auf der Suche nach Ihnen. Ich bin ein paar Runden gedreht, sag ich mal so. Na los, steigen Sie aus. Die sind die Art von Frau, glaube ich, vor denen mich meine Madre vor vielen, vielen Jahren gewarnt hat. Haben Sie Angst vor mir, mein Name? Nein, es gefällt mir, aber das Böse schmeckt immer irgendwie süß, oder? Yeah, I guess das Böse schmeckt gut. Das Auto ist so verdreckt. Manolo? Verzeihung, ich hatte einen kurzen Wutanfall. Mir geht's wieder gut. Was sagen Sie, schwarz? Schwarz, ja. Haben Sie eine Zelle schon mal von innen gesehen? No. Why? Nun, ich versuche herauszufinden, ob sie gefährlich sind. Was denken Sie denn? Nun, ich denke, ich habe Hunger und ich brauche erstmal ein bisschen Bargeld. Oh, Mierda, jetzt habe ich meine Bankkarte vergessen. Können Sie eben was abheben für mich? 1000 Euro sollten reichen. Ich kann es Ihnen auch einfach so geben. Bruder, spiel doch einmal mit! Dort am Schalter, dort. Schauen Sie mal dort. Am Schalter. Gehen Sie mal dorthin. Manolo. Ich werde nichts, diese Schalter. Hier. Ich werde da nichts hingehen. Ich will ein Spiel mit Ihnen spielen. Sie wollen ein Spiel mit mir spielen? Sie. Ein Spiel, in dem ich nur verlieren kann, Manolo. Wenn sie nur verlieren können, wäre das kein Spiel, das wäre ein Hinterhalt. Okay, da ich sie nicht so einschätze, dass sie mir gegenüber hinterhältig handeln würden, gehe ich und hebe Geld ab. Und? Wow. Sind die fest genug? Die könnten noch ein bisschen fester sein. Digga, sie ist so... Nun, den Spaß behalten wir uns für später auf. Also, wenn Sie reden wollen, kommen Sie näher. Hören Sie mich? Oh. Die Verhandlungen werden über den Funk geführt. Wir werden den Funk... Wunderschönen guten Tag. Wir sprechen Polizei und Bundeswehr. Ja, mein Name ist der Herr Bernau. Wir nehmen den Funk 123. Was sagen Sie? 123? Ja. Okay, da werde ich mal ganz kurz absprechen. Alles klar. Kommen Sie rein, Geisel. Zurück mit Ihnen, sonst kriegen Sie eine Kugel. Also, Herr Bernau, das ist ein Überfall. Ja, so sieht's aus. Nun, ich habe hier eine wunderschöne Geisel. Echt. Das können Sie sich nicht vorstellen, wie gut die Dame aussieht. Ja, würden Sie die mal nach vorne bringen, dass ich die wenigstens mal sehen kann? Nun, ich denke, Sie haben die gerade gesehen, wo sie in der Tür stand, oder? Was halten Sie davon, wenn ich ihr ein Funkgerät gebe? Machen Sie das gerne. Du wirst mir jedes Wort sagen, was er sagt. Hast du mich verstanden? Ich habe verstanden. Hallo? Mein Name ist Amy. Der Geiselnehmer ist äußerst charmant und professionell. Sagen Sie das. No. Meine Geiselnehmer ist sehr charmant und ich bin gut versorgt. Und er ist sehr professionell.
Weiß ich, wie Sie heißen? No, natürlich nicht. Ich bin ein Geiselnehmer. Warum sollten Sie wissen, wie ich heiße? Ich weiß nicht, wie er heißt. Er ist mein Geiselnehmer. Soll ich das wissen? So, jetzt gibst du mir das Funkgerät zurück. Nun denn, ich habe hier eine wunderschöne Frau und ich muss hier weg. Wie machen wir das, Herr Bernau? Fangen wir doch erstmal so an. Warum machen Sie das Ganze überhaupt? Das muss doch nicht sein. Oh, wissen Sie, wie schwer es ist, Geld zu verdienen in einer Stadt als Zivilist. Ich muss auch zusehen, wie ich schöne Autos und teure Klamotten tragen kann, Herr Benno. Ja, ich kann Ihnen nur raten, suchen Sie sich Hilfe und vielleicht verdienen Sie Ihr Geld auf ehrliche Weise. Kommen Sie zur Polizei, kommen Sie zum Klinikum. Alles besser als sowas, glauben Sie mir. Das muss nicht sein. Sie sind äußerst... Sie riskieren das Leben der Geisel, Sie riskieren Ihr eigenes Leben. Das ist absolut unnötig. Herr Bernau, ich schätze Ihren Humor. Sie sind wirklich witzig. Wissen Sie, ich erzähle Ihnen eine Geschichte. Damals, in meiner Heimat, weit weg von hier. Dort habe ich auch immer Helikopter gehört. Es waren Soldaten von einem anderen Staat zu uns geschickt für Sicherheit. Sie haben uns gut behandelt. Wissen Sie was? Sie haben mich sogar manchmal mitgenommen. Ich durfte im Helikopter fliegen. Irgendwie vermisse ich das, Herr Bernau. Tun Sie mir doch den Gefallen und lassen Sie mich wieder in Erinnerung schwelgen. Ich will heute eine Helikopter-Eskorte haben von Ihnen. Sag ich mal, würden Sie einen Helikopter bekommen? Würden Sie uns die Geisel übergeben? Selbstverständlich. Ich wollte dich nicht verängstigen, Amy. Ich dachte, ein bisschen Nervenkitzel tut Ihnen gut. Er hat gesagt, dass ich hier schlecht finde, Angst zu haben. Mir machen nicht viele Männer Angst. Ich verstehe. Nun, dann habe ich vielleicht genau das erreicht, was ich erreichen wollte. Die Frage ist, wie komme ich hier wieder raus? Kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein beim Rauskommen? Dieser Helikopterlärm, ist denn nicht wirklich ohrenbetäubend? Singen Sie mir was vor, ich will Ihre eigene Stimme hören. Hallo? Sie? Es wird gerade ein Helikopter hergeschafft, den Sie daneben können, ja? Der ist frisch gewaschen, der ist aufgetankt und steht Ihnen zur Verfügung. Ist in, ja, 15 Minuten hier. Oder hören Herr Sie Bernau, gerade? Sie sind wirklich ein Schatz. Oh, lass dich nicht davon beeindrucken, Amy. Fang an zu singen. I need a gangster to love me better than all the others do. Wow, Ihre Engelstimme, ich kann es kaum erwarten, morgen Ihr Konzert zu hören. Welch ein Trauerspiel, wenn ich hinter Gittern sitze morgen, oder? Wir spielen ein Spiel, Amy. Katz und Maus? Katz und Maus, sie. Allerdings bin ich eine verletzte Maus. Wenn die Katze mit unfairen Mitteln spielt, werde ich verlieren. Aber das Stückchen Käse, was ich mit mir trage, was die Katze haben will, das werde ich dann essen. Wissen Sie, wer mein Käse ist? Wer? Sie sind mein Käse. Und es wäre äußerst tragisch, wenn aus meinem Gouda-Käse Schweizer Käse werden würde. Das wäre so tragisch. Oh, eine kleine Sache noch dazu, Herr Bernau. Ich würde es bevorzugen, wenn die Fahrerseite mir gegenüber zeigen würde. Nun, die Zeit ist gekommen, meine Liebe. Geben Sie mir einen Kuss. Einen Kuss? Sie. Sie könnten alles mit mir machen, right now. Und Sie wollen einen Kuss. No, ich will noch ein bisschen was für die Zukunft. Aber jetzt, für heute, will ich einen Kuss. Manolo, Sie hätten keinen Raubüberfall starten müssen, nur um mich zu küssen. Sie hätten einfach fragen können. Vielleicht haben Sie recht, aber vielleicht will ich es auch auf diese Art und Weise. Na los.
Es geht sofort los. Immerhin hat es jetzt gelohnt, wenn es schief geht. Es geht los, Amy. Jetzt ist ihr Auftritt. So. Bleib hier stehen. Die Dame, wir stehen hier. Sie können gleich zu uns kommen, wenn er abgehoben ist, ja? Wir sind da für Sie. Kommen Sie zu uns. Kommen Sie hier rüber. Es wird alles gut. Ich werde es nicht schaffen. Was soll ich machen? Die werden mich so verfolgen. Ey, der fliegt aber auch gut, Alter. Ich suche einen Ort die ganze Zeit. Ich weiß nicht genau, wo das ist. Lande, du Huhn! Lande! Oh mein Gott. Digga, so fail, Alter. Es hätte genau gepasst, wenn er dort landet, Bruder. Oh mein Gott. Egal, es war nice. Also, dass der Heli da nicht reingepasst hat, war leider sehr ärgerlich, weil es war extrem geil, man muss wirklich sagen. Weil er in Flammen stand, ne? Ich würde am liebsten gerade sagen, das ausnutzen, Digga. Scheiß drauf, ich glaube nicht, dass ich dafür einen Bann kriege, oder? Man muss doch irgendwie das zurückgeben können, oder? Dabei, ne? Ich freue mich schon auf Knast.